Hallo, hier ist User Paul mit dem Thema Linux, die Datei /etc/issue.net. Speziell für die Verwendung von Telnet und rlogin existiert noch die Datei /etc/issue.net, die exakt dieselbe Funktion wie /etc/issue hat. Der Inhalt dieser Datei wird vor dem Login auf dem Bildschirm geschrieben, jedoch nur für Logins über eine Netzwerkverbindung. Entweder enthält diese Datei dieselbe Information wie /etc/issue oder weniger Informationen, um zu verhindern, dass Angreifer von außen womöglich zum Beispiel aus der Versionsnummer des Kernels heraus Schwachstellen entnehmen können, die sie für einen Angriff ausnutzen können. Der Inhalt der Datei sieht bei Linux Mint wie folgt aus: cat /etc/issue.net. Das war User Paul von OpenScreencast. Ciao und viel Glück!